Hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW WoD mit dem kleinen Stinkekrieger, dem Drehwerk. Wir waren hier auf diesem komischen Schiff, was mitten in den 1000 Nadeln ist, und wollten jetzt zu den Freiwind-Außenposten, wenn es denn richtig war, ja. Weil da sollen wir ein paar Fliegreittiere beschützen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Holen wir uns erstmal unseren Kahn. Oh ja. Benötigt Wasseroberfläche. Wie? Mehr Wasseroberfläche gibt's doch nicht. Ja, also geht doch. Und deswegen fahren wir jetzt in diese Richtung. Schipper, schipper. So, heute war mal wieder einer der Tage, wo das tagsüber so warm war, dass ich mir gedacht habe, wartest du mal ein bisschen ab, bis das ein bisschen abgekühlt ist, damit die Sprachfehler überspielt werden von der Kälte. Okay, kalt ist es immer noch nicht, aber naja, gut. Zumindest schwitze ich nicht mehr, wenn man hier unter der Dachschräge sitzt. Schuppa-schuppa. Auf meinem Kahn, da bin ich Kapitän. Auf meinem Kahn, da kann ich sein, wie ich will. Ich kann pupsen und furzen. Schmatzen und popeln. Und durch Wasser fahren. Der mir ausweicht. Na gut, dann nicht. So, wo war denn jetzt die Olle Quest? Die Richtung. Wir machen das jetzt noch bis 44 und dann gehen wir nach 1000 Nadeln. Ah ne, der Freiwindposten war hier unten. Bei der Kuh. Den Nachtelfen. Kann ich behilflich sein? Ja, du kannst behilflich sein. Du kannst mir sagen, was ich machen soll. Töte 10 Eindringlinge. Der Grimmtote. Okidoki. Töten wir. Wir töten sie alle. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Schildwache. Die möchte. Was möchte sie? Gefangene Schildwache befreit. Okay. Wenn es ein bisschen schneller geht. Gehen wir mal hier noch ran. Guten Tag. Guck mich gerade schön böse an. Ich glaube, die Kuh mag mich nicht. Diese Fähigkeit ist bloß nicht bereit. Oh, es stirbt. Du auch, Kuh. Mir fällt gerade ein, ich hatte die Musik ausgemacht. Die ist gar nicht wieder an. Moment, das müssen wir mal eben machen. System. Sound. Musik. Machen wir das mal ein bisschen lauter. Ja, wohl das langt so. Nachher ist die Musik lauter als meine Stimme. Das geht ja nicht. Ungültiges Ziel. Oh, das war die falsche Kuh. Das sehen Sie aber auch alle. Was weiß ich, welche Kuh ich hier töten muss? Ich sehe nur Fell. Oh. Mal auf jetzt hier. Nee. Mich gestand. Böse Kuh. Nicht mehr stand. Wo müssen wir denn noch rein? Ach, wir werden eh noch x Kühe töten müssen. Dann warten wir, bis wir oben sind. Dann können wir ja auch das Mount benutzen. Ja. Warum stampft die denn immer? Ist doch voll doof. So, werte Kuh. Geh mal aus dem Weg, ich muss hier vorbei. Ja, schön. Der hat nicht mal Loot. Was ist denn da für ein Mob? Er haltet Langhorns Horn. Okay. Stirb.
Und du? Geh. Beweg dich. Kann ich noch nicht tun. Hey, kann ich noch nicht tun. Huch. Da war die falsche Taste. Die letzten Tage wieder ein bisschen mit meinem Todesritter, beziehungsweise mit meinem Jäger gespielt. Jetzt drücke ich immer die falschen Tasten. Das ist unschön. Wo ist denn hier Langhorn? Langhorn, wo bist du? Hier ist ein Klippenjäger. Das ist ja doch der Langhorn. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Auch bei WoW. So. Haben wir das auch? Dann nehmen wir hier gleich noch so eine Kuh mit. Wenn ich den jetzt angreife, spawnt da bestimmt die Kuh. Da wette ich durch. Oh. Hör doch mal auf. Ja, oder auch nicht. Na gut. Gut. Dann wandern wir mal weiter. Beziehungsweise wieder zurück. Ich hoffe, das war's schon. Dann können wir nämlich direkt wieder zurückschippern. Hey. Haut mich doch nicht immer. Moin, Mädels. Ah. Stellt euch mal vor, man würde so reden. Also, wir würden so reden hier im Spiel, wie wir es tun. Und kommen dann zu so einer Nachtelfe, die. Oh ja, hallo, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber ist alles hier total böse? Könnt ihr mir helfen? Und so typisch Jugendsprache. Ey, yo, was geht? Oh, Level up. Sehr schön. Wo ist denn... Oh, ne. Komm, brechen wir direkt wieder ab. Und dann gehen wir Richtung... Tanaritz. So. Schippa, 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 schippa. Stell ich mir gerade sehr lustig vor. Ey, yo, was geht? Wüsste man eigentlich... Schade, dass ich keine Ahnung habe, wie man so... Filme macht, so WoW-Filmchen. Könnte man mal so ein Drehbuch schreiben oder so. WoW-Spieler werden in echt nach Azeroth geführt. Hey, yo, du bist voll verskillt, Alter. Zeig mal dein DPS-Messer. Ah. Die Hälfte von uns, weil die würden ja dann auch die Körper haben, die sie in EL haben, würden nicht mein Schwert hochkriegen. Geschweige denn die kleinen Schulterstücke tragen können. Geschweige denn mit den kleinen Schwertern und den kleinen Schulterstücken sich bewegen bzw. kämpfen können. Hm. Ja, hier sind deine Schulterstücke, meine Schwerter. Okay. Wo ist mein Rollator? Ich kann mich nämlich nicht mehr bewegen. Ja, ich glaube, es ist zu spät. Also, glaubt nicht, dass ich jetzt noch sinnvolle Konversationen bekomme. Tanaris, Quest Beginn. Nimm sie doch auch direkt an. Jo, Schiffi, Schiffi. Warum kann ich eigentlich das hier nicht... Na, das brauche ich ja im Prinzip jetzt nicht mehr. Ja gut, kann ich in die Bank packen. Was ist das? Schmuckstück. Ja, brauche ich auch nicht. Kann man das verkaufen? Jo. Verkaufen ist gut. Kommt nachher weg. Das hier kommt sowieso weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil... Ich glaube, es ist nur benutzbar in 1000 Nadeln. Vor allem Rennboot. Natürlich.
Das ist hier für das olle Fest. Das nehme ich jetzt mal mit, nicht mit. Weil das ist viel Rumgereise durch die Welt. Aber hier nehme ich erstmal alle Quests. Ach, jetzt habe ich die Quest doch angenommen. Naja, egal. Moment, nee, wir wollten doch mit 44 ganz woanders hin, fällt mir gerade ein. Ja, du kannst hier mal die Quest nehmen. Ja, mal 70. Alles klar. Wo wollte ich denn hin mit 44? Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, Ödland war das. Genau. Ins Ödland. Dann schmeißen wir die hier mal im... Ne, die nehmen wir mit. Die brechen wir ab. Sprecht mit einem Meister der Lehren in, in einer der Hauptstädte. Wo bin ich denn gebunden? Da können wir rübergehen. Nach Sturmwind. Was macht er da? Brot kneten? Ich knete mir ein Brot und bin dann in Sturmwind. Das ist das magische Sturmwindbrot. Sehr gut. Okidoki. Das ist aber nicht Sturmwind hier. Och, nö. Na ja, gut. Reiten wir mal eben nach Sturmwind. Haben wir eigentlich schon das neueste Reiten? Ich bin überhaupt nicht auf dem Laufenden hier. Kernfunktion Reiten. Geübtes Reiten. Könnt ihr bei euren Reitlehrer lernen. Ah, ich glaube, den gehen wir mal... Warum bin ich eigentlich unsichtbar? Hallo? Internet? Laden? Ist alles gut. Ah. Drehwerk war ein Geist. Können wir gleich noch zu dem Reitlehrer gehen. Und dann... fliegen wir mal Richtung Ödland. Müsste ja eigentlich hier bei der Tafel auch die Quest dafür sein. Schauen wir mal. Quest. 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 Mir ist mal in der letzten Aufnahme, so beim Schneiden und Rendern, aufgefallen. Ich bin ja nur am Hüpfen. Oh. Moment. So. Weiter geht's. Wenn ihr irgendwelches Gesinge im Hintergrund hört, das ist hier um die Ecke die Kneipe. Und ja, das ist Wochenende. Die Leute freuen sich, dass es warm ist, also wird gefeiert. Wo muss ich denn hin? Da. Erstmal mit dem Meister Lehren reden. Erinnert mich mal dran, dass ich gleich das schnelle Reiten kaufe, bevor ich losfliege. Schnelles Reiten, schnelles Reiten, schnelles Reiten, schnelles Reiten. Ach, ich vergesse es eh. Dim, 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 dim. Genug Gold sollte ich haben. Gucke ich an die falsche. An die falsche. Ja, auf 130 Gold, das tut lang. Hallo. Hallo. Ja, kochen machen wir ja später. Redet mit mir. So. Bleib sauber. Hier könnt ihr die ganzen Quests machen für das olle Fest. Das ist einmal so ein Spiel. Da wird so Pfeile angezeigt, da müsst ihr halt die Fackel drauf schmeißen, so wie die werte Dame das macht. Die vermutlich ein Kerl ist. Was war das noch? War das das auch mit den... Genau, da muss man an den Strand in Eschental, den Zug am Strand... Und da gibt es so eine kleine Questreihe, die man da machen muss. Das ist auch nichts Wildes. Braucht ihr etwas? Gibt es ja genug Guides. Schönen Tag auch. Wenn ihr sowas hier mitsehen möchtet, wie das funktioniert, kann ich euch das zeigen. Müsst ihr nur mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, da die Guides massig im Internet gibt, müsst ihr einfach mal nach Sommerfest suchen. Die gehen da explizit drauf ein, wo ihr da hin müsst und so weiter und so fort. Das wird jetzt unseren Rahmen hier ein bisschen springen.
So. Haben wir das auch abgegeben. Und gehen jetzt zurück. Zurück. Gehen jetzt erstmal schnelle Reiten kaufen. Und dann geht's in Ödland. Achso, vorher natürlich noch gucken. Für die Quest ins Ödland kriegen. Müsste aber eigentlich. Ödland. Da haben wir es doch schon. Heldenaufruf. Meldet euch bei Geckdüsenschub an der Kapelle des hoffnungsvollen Licht in den östlichen Pestländern. Ach, jetzt müssen wir da ganz hineiern, damit wir da hinkommen. Ach du meine Güte, ja gut. Ja. Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Schön euch zu sehen. Als erstmal eine halbe Stunde zu reiten. So. Schnelles Reiten haben wir dann auch. Das Licht sei mit euch. Wie weit komme ich denn? Was zur Zuflucht?